Romantiker, ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Da könnt ihr Ja. ja. Können wir ja fragen, ob die. Also vorm Ne, Spiel oder warte. nachdem ich den Also, rückgeholt habe. ohne es wegzugeben, also, das ist eine Überraschung für mich oder für die Bromantiker. Für die Okay, dann. Bromantiker. Oder für den Stream eigentlich Für den so. Stream, Deswegen. dann lasst doch Genau. erstmal die Leute mal ein bisschen in dem Chat hier ein bisschen raten. Also gib uns mal einen Tipp, gib uns mal irgendwas, damit die Leute tippen können. Also es ist was zum Thema Es ist was zum ELF. Thema ELF. Okay. Ja. Leute sagen schon wieder, ich bin Was leise, könnte Mann. es sein? Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet, Oh, Leute. okay. Dein Announcement zu den Belly Thunder. Björn, denk nicht immer nur an dich. Ey, was ist los? Ich dachte, was für mich, ey. Warte, hier steht Freitickets, Gameboy, Trikot. Trikot? Oh! Was? Schmeißt du ein Trikot rein oder was? Das wäre gut. Weiß, ne? Nee, aber Trikot. Ey, ich hab hier ein geiles Trikot, warte. Zeig mal. Skandal. Hast du. Ey, original im Stadion gekauft in Texas, als ich da Ah, du hast dir das Urlaub falsche gemacht Trikot habe. ausgesucht, ey. Original im Stadion in Fanshop Oh Gott, gekauft das tut mir leid. vor ein paar Jahren. Das kannst. Ja, Das das kriegst du tut nicht. Das weh. krieg, da musst du sogar Geld zahlen oder den Versand zahlen, wenn du auf eBay das Ding verkaufen möchtest, ey. Ja, Oh das Gott. ist schon Ja, das ist hart. hart. Warte Bruder, mal, guck, ich ich muss mal, kann. ich schicke dir mal kurz eine Einladung. Kannst du den Chat lesen? Hast du den Chat offen, dass du auch den Chat lesen kannst? Ja, ich habe den Chat offen, aber der wird nicht immer direkt aktualisiert. Ich sehe das erst Was? immer ein bisschen später. Warte, ich kümmere dich mal ganz kurz um den Chat. Kannst du mal ein paar Fragen machen? Ich muss dir mal kurz hier eine Einladung schicken. Und mal kurz mein Setup nochmal Ja. hier ein bisschen heller machen. Ey, aber komm, es So. rast nicht aus jetzt. Ja? Ich habe gehört, dass du ein bisschen mehr spielen kannst. Stimmt das? Ich kann ein bisschen spielen, ja, aber ich zock nur Ultimate Team. Also ich Okay, habe okay. Franchise Mode. Das ist halt auch ein bisschen was anderes, weil Ultimate Team kenne ich ja die ganzen Spieler und weiß, wie ich spielen Okay. muss und so. Jetzt, wenn ich ein normales Ja, genau, Team die nehme, dann Regel muss ist, ich. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir suchen uns immer das Game of the Week aus und dann der Ja. Gast darf sich dann ein Team aussuchen von den beiden. Also, wir müssen mal ganz kurz erstmal, die Bromantiker müssen mal ganz kurz regeln, welches Spiel an diesem Game Day ist denn das Game of the Week? Ja, natürlich hier Green Bay Also gegen heute Nacht, ja Cardinals, stimmt, oder? eigentlich müssen wir schon machen, ne? Ja, pass auf, Ja. Green Bay gegen Cardinals ist ein gutes Alles. Matchup. Warte mal, ich guck mal. Alles andere ist Ja, ja stimmt, hast schon Schrottmove. recht. Aber dann, pass auf, dann darf ich dich nicht aussuchen lassen, dann muss ich die Cardinals nehmen, Mann. Das muss, ja, klar, du musst ja in Ich muss, Cardinals Boss deswegen, einsteigen, ja? die Leute würden es nicht Kein Problem. verstehen. Guck mal, Leute, ist das so Kein besser, wenn Problem. ich reintrete, das Mikrofon hier halten würde? Weil die Leute sagen, ich bin so ganz schön leise und du bist ganz schön laut. So, ja, Nee, ich habe auf jeden Fall, ich du kann bist das noch halt ein gut bisschen dran spielen. an deinem. Ja, okay, warte, das ist Ja. halt Kacke, warte mal, ich überlege gerade. Das ist natürlich. Ich muss mal nur aufpassen, weil wenn ich gegen Green Bay, also wenn ich mit Green Bay spiele, brauche ich ja meine Celebration, nicht, dass ich das Kabel abreiße, wenn ich einen Touchdown mache. Blöd. Ah! Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, wo bist du denn hier? Zack. Boom. Hier. Also, wir spielen Ich Injuries, machen wir check. mal offen, ne? Fatigue, machen wir mal einfach Even Teams. Macht man das eigentlich an, Even Teams, wenn man online spielt? Ja, oder? Nee, off, machen wir off, komm. Nee, Wir lass machen das auf. Game Skill All Men, ne? Zack. Ja, genau. Vier So, ich hab dir Minuten. jetzt die Go. Einladung geschickt. Boah, 6 Minuten? Ja, Okay. was Ja, können ist wir machen. los, ey? Ja, Natürlich, 6 Minuten alles ist immer ein gut. Problem, wenn die eine Seite zu stark ist, dann wird es langweilig. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es ein ausgeglichenes Spiel wird, auch wenn ich eigentlich das nicht glaube. Nee, Quatsch, ich hab ja ein bisschen mal geguckt, wie du spielst. Ich habe ein bisschen gescoutet natürlich. Ey, mit den Cardinals, weil ich habe kein Team, keine Ahnung. Möchte eng mit dir befreundet werden, auch jetzt kriege ich die ganzen.
Freundesanfragen hier ganz kurz. Wie kann ich das wieder ausstellen? Haben wir jetzt erstmal die Cardinals. Zack. Wie mache ich das nochmal? So, dann machen wir Green Bay. Wo ist Green Bay? Mitteilungen nicht stören. Ah, zack. Bombe. Bob. So. Dann bin ich ready. Und, oh, guck mal, der sucht sogar sein Playbook aus. Verdammt, Alter. Der weiß, was er macht. Der weiß, was er macht. Hey, Leute. Hast du das Pat McAfee-Ding mitbekommen, wie wir seine Sendung gecrashed haben gestern? Ja, ja, habe ich mitbekommen. Lustig, Mann. Ey, das war wirklich einer der geilsten. Er hat gesagt, nein. Was hat er gesagt? Nein. Noch ein Bier. Warte, Leute sagen, war Pat wirklich pissed oder ist das sein Humor? Nein, glaub mir, Pat hat das geliebt. Ach so, warte mal, bevor wir das Spiel ja, beginnen, ja. Hier, kleine Überraschung. Ich hab meinen Freund dabei. Oh mein Gott. Warte. Was kommt denn jetzt, ey? Oh. Das ist die Überraschung. Du richtiger elender Move, Alter. Oh, nicht schlecht, ja, aber der ist gut. Mein Freund alias Pablo El Pocalo. Ja, ist gut, ja, ist gut. Ey, haben die dir den echt gegeben? Für die? Ja, klar. Aber wie solide ist denn diese Trophäe? Also ist die schon so gut schwer oder ist die leicht? Ja, die ist schon massiv. Also ist gut. Ich finde es ja geil, wenn die... Ja, die ist echt gut verarbeitet. Ey, ich muss sagen, sieht geil aus. Ich muss sagen, sieht echt geil aus. Ja. Und wie hast du das Ding jetzt bekommen? Darf jeder einmal einen Tag das Ding haben oder was? Oder hast du gefragt extra und du bist der... Du bist nee, ich wollte ihn für den Stream klar machen. Leute, so ein bisschen verdammt, sehen. Ey, ja, der sieht doch gut aus. Ja, hier, der sieht nice aus, man muss sagen. Nächstes Jahr ist das Ziel für die Thunder, ey. So, warte mal, ganz kurz, ich mach mal hier. Muss man noch die Brille anziehen? Warte mal, ich mach mal Musik hoch von dem Game Sound, müsste man jetzt auch hören, Leute. Ein bisschen flexen. Gomez ist am Flexen. So, mein Lieber. Na dann. Ja, klar. Haben wir uns verdient, oder? Darf man ruhig. Auf jeden Fall, ey. So, warte mal. Ich kann den Chat nicht lesen, Mann. Das fängt immer voll spät erst an. Okay, Ton funktioniert. Wie, warte, du, so. Du musst doch nur den Chat aufmachen. Der aktualisiert dich doch normalerweise. Irgendwie nicht. Ich hab den hier links. Mein Rechner, du kannst auch den Chat so separat rausnehmen, ja? Also, weißt du, wie man das macht? Okay, du hast jetzt gekickt, Alter. Ja, ja. Warte mal, kann ich gar nicht ablehnen, sorry. Nee. Hätte ich gemacht. Wie mache ich das denn? Ja, wir spielen auf der PS5, Leute. So, wenn ich Vollbild habe, wie kann ich den da Chat sowieso, da, das ist dieses Einstellungssymbol, ne? Dieser Zahnrad. Ja. Und dann steht da irgendwie so Pop-Out-Chat. Also das steht bei mir so in Englisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir in Deutsch eingestellt ist. Pass auf, lass mal eine kleine Wette machen, Gomez. Wenn ich gewinne, spielst du umsonst bei den Thunder nächstes Jahr. Ist leider nicht möglich. Ich weiß. Nur die Vertragsverhandlung ist ja bald. Ist ja auch bald. Bei so, mir. Hast du was? So. Hast du was? Ja, wenn der Coach wieder vom Urlaub zurück ist. Dann. Nein, ich weiß, du bist aufgejuckt wegen deiner Vertragsverhandlung. Ich meine jetzt aber, hast du den Chat offen? Ja, ich habe den offen, aber es ist immer noch gleich. Naja, wie auch immer. Ja, komm, legen wir mal los. Kannst ja ein bisschen vorlesen, wenn du irgendwas Interessantes siehst. So. Ich guck auch noch. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Sandra? Nein. Wie nennt man denn dieses Einstellungssymbol? Ist doch so ein... Das Rädchen. Wie nennt man das? Rädchen? Okay. Ja? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Zahnrad. Zahnrad habe ich doch gesagt, Zahnrad, ey. Aber das habe ich doch gesagt. Zahnrad, warum sagt denn da irgendjemand was anderes? Ja. Ach, lass die, ich die, doch die, nicht. Die eine, Mann. So, komm, ich muss dir das mal hier.
Sahnrad? Die sage ich, habe ich wirklich Sahnrad gesagt? Niemals, Mann, niemals. So, warte, ich muss mich konzentrieren. Ba, zack, okay, komm. Boop. Ja, das ist. Ja, der war doch geblockt, Alter. Das hasse ich am meisten, wenn du den Ball läufst, wenn die geblockt sind, dass sie trotzdem noch das Tackle machen. Ich gib dir nach dem Spiel. Okay, da gibt es sogar einen Tipp. Okay, gut, gut zu wissen. Man merkt es. Ich hab doch nicht Sahne gesagt, Mann. Was ist los mit euch? Oh, guck mal hier mit Shift. Du machst mich schon nervös, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen, ey. Ja, alles gut, alles gut. Ah! Oh, der war gut. Aber, ey. Schöner Move. Dieser Tackle, den die gerade machen, so diese Gainer-Rolle, die sieht echt geil aus, muss ich sagen. Also sehr real, ja, ja. Halt, ne? Shoestring-Tackle. Sahne war nie die Rede. Leider, ihr macht mich fertig sein. Boah, die Leute, 79% wetten auf dich, dass du gewinnst. Boah, was spielst du für eine Defense, Alter? Was ist das denn? Mit Linebacker, okay. Oh. Okay, Bergmann, was? Ich hab halt das Personal nicht, weil normalerweise ich wechsle immer die Leute ein und so. Je nachdem, was ich spielen möchte. Das ist ein Bullshit, Alter! Ja, das ist halt Madden so. Bei so einer Aktion würde mein Controller jetzt spielen. Das ist so ein Bullshit, ey. Das fängt schon mal gut an, Mann. Ja, oh. Ach du Kacke, ey. Nee, das ist nicht gut, wenn sowas früh anfängt, Mann. Das ist nicht gut. Das ist not good. Oh. Das ist so ein Bullshit, Mann. Also das geht auch jetzt nicht aus meinem Kopf raus, ne? Es lief so gut. Oh. Es lief so gut. So. Ey, ich kann ja. Brown ist ja hier. Was? Oder? Ja. Brown, Ezekiel, wie heißt er nochmal? Was meinst du gerade? Sorry. Brown, der deutsche Receiver. EQ, Sam Brown. EQ, genau. Was meinst du? Ich wechsle den nachher mal rein. Wir machen mal einen Touchdown noch. So. Komm rüber, Kollege. Komm rüber. Egal. Boah, mit weg. Mit, ey, mit wegwerfen und so. Wie macht man wegwerfen? Wie wirft man den Ball weg? Das weiß ich nicht mal. mit rechter Analogstick musst du. So raufdrücken, oder was? R3, genau. R3. Wusste ich auch gar nicht, ey. Alter, die haben halt keine guten Receivers, ey. Das ist traurig. Oh, nein! Ja. Mein eigener Spieler haut den Ball weg, da stand der noch, Alter. Dritter und 10. Dritter und 10. The money down. Mal gucken. Gucken, was der Gommes jetzt spielt. So, was haben wir denn hier? Dann den hier. So. Oh, Sam. Oh, was? Was? Was ist denn hier los, Alter? Warte. Was ist denn gerade passiert? Oh, der war krass. Wie kann man das angucken? Wie geht sowas? Geht auch gar nicht mehr, dass man das einfach nur so angucken kann, okay? Hat er den Ball einfach rausgeholt beim Second? Das hat er von alleine gemacht. Ja. Geil. Ey, das war Karma. Pass auf, guck mal da. Jungs. Hatte der nicht letztes Mal auch? Der hat im ersten Spiel 5 Quarterback-Sacks, Mann. Aber seitdem hat er auch nichts mehr gemacht. Ja, eigentlich. Aber ey, das ist. Gepackt. Das war Karma, ey, das musst du sagen. Das war jetzt Karma. Das ist zweimal passiert, ey. Das war krass. Ja. Ah! Was springt der?
der denn? Ich wollte sliden, Alter. Was macht der denn, Alter? Habe ich. Ich schwöre, habe ich gemacht. Alter. Das wäre gleich der nächste Fumble gewesen. Schneller hin. Zum Glück hat er jemand was gehabt. Oh, der hat keiner blockt, ja. Ey, das ist klar, ey. Alles gut. Vorher sagt alles gut. Er sagt alles gut. Alles gut, alles gut. Alles gibt dir. Alles gibt dir. So, mal gucken, was haben wir hier. Na. Ah! Okay. Mein Fehler. So. Was macht er denn da? Okay, die RPO verstehe ich noch nicht, wie man das spielt. Ich dachte, der rennt den Ball, aber anscheinend nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich hoffe, das klappt hier. Wer ist das? Corner, ne? Der hat doch bei den Steelers gespielt. Der Running Back. Oh, direkt in die Mitte. Ja. Ey, gut. Puh, oh man, bin ich noch nicht so gut mit den ganzen Kicken, ey. Oh. Ich spiel einmal, pass auf. Stimmt, das ist ja jetzt auch anders. Ich spiel mega schnell. Ich spiel einmal die Woche, man. Thursday night, ey. Da ist Band Time. Sonst spiele ich das nicht. Ja. Also ich hoffe, dass ich zum Ende der Saison, dass ich zum Ende der Saison gut bin. Wenigstens ein bisschen. Die haben hier halt keine guten. Was? Du hast doch Devontae Adams, Mann. Ja, ey. Aber der ein Beste. Ein einsamer Bruder. Aber der ist auch nicht schnell. Ein einsamer Bruder, der. Reicht dir nicht, sagst du, ja? So, let's go, boys. Guckst du ein bisschen nach den... Sliden, ja. Guckst du ein bisschen nach dem Chat? Ey, ich bin voll fokussiert gerade, sorry. Ja. Ich probiere gerade wirklich was zu reißen, ey. Ne, die reden gerade über... Achso, ja, Leute, Dominik Eberle wurde released. Ja, Krone schreibt es gerade, hier Dienstag wurde Dominik Eberle vom Practice Squad released und ist jetzt wieder halt ein Frasian. Pat McAfee hat sich noch nicht gemeldet mit dem Social Media Takeover. Ich werde dir mal eine Nachricht noch schicken, eine private Nachricht schicken. Dass er mal im Primetime Football mal vorbeischauen soll. Ja, wie kommst du mit dem Team voran? In Berlin? Ich hab Da geht mein Plan wohl nicht auf. warte, ich muss mal dritter Meinung. Okay, ja, danke. Es läuft gut, muss ich sagen. Es macht mega Spaß, viel zu tun. Aber das wusste ich ja, dass das kommt. Und das Recruiting läuft sehr gut, muss ich sagen. Gutes Feedback. Sehr schön. Ja, kann mir schon vorstellen, dass viele. Dass natürlich viele deutsche Spieler auch die dich angeschrieben haben. So noch. Also. Ich würde es nicht denyen. Das war ja da auch das hoffentlich das Ziel so ein bisschen, ne? Mit dem Einstieg, dass man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Franchise locken kann. Und ja, ich finde, es läuft gut. Und die nächsten Wochen werden auf jeden Fall noch mehr Informationen. Ich meine, es ist ja jetzt gerade die Zeit, ne? Wie du ja gesagt hast, demnächst werdet ihr Recruiting sprechen. Ja. Jetzt ist ja gerade die ELF Agency. Und du wirst, glaube ich, von den ganzen Teams jetzt in den nächsten paar Wochen so ein paar Announcements sehen. wenn das Spieler resigned sind oder neu irgendwo sind, ne?
Macht ja, das geil, dass es so ein bisschen so NFL, wie NFL halt ist, ne? Das macht die Offseason auch spannend in der ELF, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Ja. Vor allem bin ich gespannt, wo die guten deutschen Spieler hingehen. Ja, ich glaube auch, dass dann wie das Feedback ist, dass eine Menge die restlichen guten Spieler auch in der GFL, man merkt, die suchen alle einen Weg nach Ohr. Ja, vor allem im Kölner Bereich. NRW, Kölner Bereich, Düsseldorf, da bin ich auch gespannt. Ist auch mega viel Talent. Immer die beste Dichte, ne? Talentdichte. Ja. Mann, Alter. Oh. Ja, nicht overpursuiten. Spiel dein Gap. Spiel dein Gap, sonst ist der. Ja, aber dann kannst du halt nichts machen, ne? Das ist dieser Zone, der normale Zone-Scheme. Du kannst mit L2 schaffen. Ja, aber der wird ja trotzdem geblockt, ey. Ne? Ja. Er fängt ihn trotzdem an. Ja, klar. Mit X habe ich gefangen. Muss ja auch. Ja, das weiß ich. Ball wirst, das weiß ich. Doch. Okay, gut. Und dann machen wir mal. Okay. Das war knapp. Ah, das war gefährlich. Mann. Das war gefährlich. Genau, Björn, denk an dein Loch. Hast du so, gesagt, jetzt. Denk an dein Loch oder haben die es jetzt wieder gesagt? Ja? An das A-Loch. Das war wirklich. Immer. Mega schade mit JJ Watt, ne? Ja. Ey, dieser Spitz, killt mich, man. Muss auf jeden Fall hier. Ja, manchmal die A-Löcher zu hier. Ja. Oh, vorbeigerannt. Aber hat funktioniert. Habe ich den einen Job? Aber hat funktioniert. So. Ja, ich glaub, Kasim ist gerade im Chat drin, ne? Weil Leute schreiben, let's go, Kasim. Kasim, bist du im Chat drin, ne? Kasim. Letztens haben wir telefoniert, ne? Denen geht's gut da drüben. So. Gehe ich wieder durchs A-Loch oder was mache ich denn? Oh! Nein. Oh, das war aber knapp, Alter. Das war aber knapp. Der spielt einfach ein Screen da unten, Alter. Oh Mann. Na, war knapp. So, Leute, warte mal. So, heute Nacht. Kasim und Marc machen die Pyjama-Party. Genau dieses Spiel hier, was wir gerade vorspielen. Wird geil. Ist Gomez Profi oder arbeitet er neben der ELF? Gomez. Ich arbeite noch, hauptsächlich. Ja, Gott sei Dank 35-Stunden-Job so, die Woche. Das macht natürlich einiges einfacher. Aber trotzdem hart in der Saison, oder? Ja, natürlich. So, das ist das, was ich auch im Podcast immer erwähnt habe. So, was mein Respekt an den ganzen deutschen Leuten, also Spielern, geht. Nicht Kasim, aber nicht Kasim. Die, wo das. na, also. nee, aber wie gesagt, ja, Leute, die haben Kinder, Familie, Arbeit und schaffen das trotzdem auf einem sehr guten Niveau, noch Football zu spielen, Mann. Das ist echt. Das Spiel läuft auf The Zone und Amazon Prime oder Game Pass. Ach komm, ey, das ist doch nicht. ich Idiot hab auch. Man merkt, das Laufspiel. So, gleich fliegt ein Controller, sagt schon jemand. Ist der gerade eben schon geflogen? Ist er dir aus der Hand gerutscht? jemand schreibt, wait, Prime überträgt das. Ja, Amazon Prime überträgt die Thursday Night Spiele. Ihr könnt wirklich auf Amazon Prime Video gehen und könnt euch das Spiel angucken. Eigentlich mega geile Option, ne? Na los, cover doch die Engelrohr besser, Mann. Du bist doch Linebacker, Mann. Ja. Nee, aber, warte. Ich muss. Ich kenne halt die Spieler nicht, Mann. Ich muss hier ein. Nee, Alter, 63.
Normalerweise wechsle ich den Middle Linebacker für einen Safety, für einen Free Safety. Dann habe ich, dann bewegt er sich besser, weißt du? Kann ich auch besser covern. Aber der Backup Safety hier, der hat 63 Overall, so, den kann ich nicht reintun. Na. Ah! Backwards gehen, Alter. Los. Leider. Ja, Madden ist halt so ein bisschen. Ja. Viel glitchy. Gibt's da viele aber Plays. Ist immer so. Bisschen glitchy. Ja. Was haben wir denn eigentlich? 2-8, ey. Shit, gar nicht drauf geachtet, ey. So. Wow! Ich war genau. Der war knapp. Ich habe noch 3 gedrückt. Wenn man so mit Linebacker spielt, kann echt alles passieren, ne? Das ist halt. Entweder ist es ein Big Play oder es ist eine Interception, wenn man so über die Mitte wirft, habe ich das Gefühl. Ja. Aber Linebacker, das ist, die lassen sich so mies spielen, ne? Wenn du usern will, musst du halt einen Safety hier irgendwie haben, weil die bewegen sich viel, viel, viel besser. Aber. So. Oh, das habe ich natürlich mein Play vergessen, Alter. Ja! Ist klar, Alter! Mhm. Ist klar. Klar. So. Na, der war zuerst ins Aus. Ja. Glück gehabt, immer. So, mein Freund. Ah, ich muss sagen, hier bei Madden, die Quarterbacks, die rennen können, schmeißen sehr, sehr schlecht den Ball, während sie rennen, hier in diesem Spiel. Weißt du? Das kommt drauf an, wo du den linken Stick. Stimmt, das hat damit was zu tun. Okay, jetzt macht es natürlich Sinn, ne? Genau. Wenn du halt. Oh, er kassiert richtig. Timeout. Ja. So. Das war erbärmlich, jetzt komm. Ach, das hat damit was zu tun, okay? Okay, warte mal, wenn ich renne. Ja. Und schmeiße, was mach ich dann? Am besten, wenn du aus der Pocket gehst, musst du am besten kurz den linken Stick loslassen, damit der sich settet quasi, damit der mit beiden Füßen wirft und dann hat der eine bessere Ja, Passage. Alter, wie fliegen denn deine Spieler bei den Tackles? Ja, die springen 5 Yards. Ja, und dann, so ein Timeout habe ich noch. Ich tackle mit 4. Ja, ich weiß, aber wie weit wollen die denn noch springen, ey? Ja, ist halt gutes Timing. Ja, gutes Timing. Ein bisschen übertrieben, ey. So, 7 Sekunden. Ein Endzone-Shot habe ich noch hier. Dafür. Na, was ist denn hier? Ja. Oh, fang ihn doch! Oh, komm, Fico, wichtige 3 Punkte. Die können spielentscheidend sein am Ende. Leute, das soll jetzt keine Werbung sein, aber. Fate feels good. Ich bin voll stolz auf mein Kicking Game. Leute, die jede Woche dabei sind. Hey. Warte. Peter, was? Breckerlo, bitte keine Tipps an Björn. Sein Rage ist das Beste hier. Nein, entspann dich doch mal. Ich möchte doch auch besser werden. Ja, ich verstehe auch nicht, warum die immer gegen dich. Ja, ich weiß auch nicht. Also die wollen bekommen. Die haben Nachrichten bekommen. Ja, mach den Bären fertig und so. Ey, ich sag dir, die Leute, die jede Woche dabei sind, bei Kicking Games on Point heute. Glückwunsch für uns zum Field Goal. Ey, ich bin voll stolz, Leute, wirklich jetzt. Ja, nice Quarter. Bah! Komm, ich muss mal was zeigen hier, du. Was war das? Aber ich kann nichts machen, wirklich. Receiver. Man lügt doch nicht. Ey, Alter, der bin ich zerstört. Erzähl doch nicht, du hast Devontae Adams, ey, und Aaron Rodgers. Da kannst du doch nicht erzählen, dass Receiving Core schlecht ist. Nein! Hey, okay, welches Team hättest du denn
Also Tampa Bay Buccaneers möchtest du haben, oder was? Nee, ich hätte mit den Bills oder Titans. Titans sind ganz cool. Natürlich, ne? Aber guck mal, ich habe hier Devante Adams. Ey, Titans ist ein Cheatcode mit Derrick Henry hier gefühlt. Adams hat null Speed, also gegen den Cornerback hat er also ist also er du, nicht schneller. Also du meinst jetzt so, in Madden ist Devante Adams keine gute Waffe, oder was? Nee, nicht wirklich. Guck mal, meiner springt nicht so schön wie deiner. So, ey, ich sag dir, diese Man-to-Man hier bei Man killt mich, Mann. Eigentlich darf man das gar nicht spielen, wirklich. Der All-Blitz kommt nie an, gefühlt, wenn man in der Shotgun ist. Außer man spielt eine Play-Action, das ist die einzige Chance. So, ich sehe den Chat schon wieder nicht. Aber gut. Naja. Da, der Wante Adams eigentlich mal. Oh, schöner Hit. Schöner Hit. Mein Bees haben. Guck mal, der Rest der Receiver hat minus 1 Speed gegen deinen. L2 Aha. drücken und dann den rechten analog nach oben. Dann kann ich die Matchup sehen, weißt du? So. Ja, das ist echt bitter, Mann. Das ist jetzt ein Sneak, oder was? Nee. Oh! Oh! Ja! Ja! Wuhu! Das habe ich gebraucht. So ein Play. So. Wie gesagt, nach dem Spiel gebe ich dir Tipp, wie ich das gemacht habe. Jetzt. Oh, nee! Jetzt. Aber gib mir keine Kicking-Tipps, Alter. Nee, aber da gibt es einen Tipp, wie man so den Ball läuft, dass man nicht tackelt oder was? Nee, dass der Spieler, je nachdem, was für ein Overroad er hat, dass der halt automatisch ein paar Moves auspackt und nicht so schnell getackelt wird. Auch wenn der. Zum Beispiel, manchmal siehst du ja auch, dass. Denn der O-Liner, der D-Liner geblockt wird und du willst mit deinem Running Back vorbei und dann wirst du getackelt. So, das. Egal, ich sag's einfach. Das passiert, wenn du zu schnell Ach. R2 drückst. Du musst erstmal nur mit dem linken Analogstick einfach also durchlaufen. Du meinst, patient sein, ein bisschen geduldig sein, durchs Loch gehen erstmal. Und dann penetrierst du das Loch. Und dann penetrierst du das. Okay, verstehe ich schon, Alter. Ich verstehe schon. Oh, shit. Das war meine. Genau, weil wenn du direkt R2 drückst, dann bleiben die halt überall hängen irgendwo. Oder wie gesagt, siehst du ja. Du wirst direkt aus, ne? Nee, ich hab's gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht ausprobiert habe. Verdammt. So, ich hab aber was dagegen. Ah! Ja, ich wusste das. Eigentlich wollte ich wirklich den Ball gerade geben, aber das habe ich jetzt verkackt. Ja. Auch tiefe Bälle und sowas finde ich in diesem Spiel ganz schön schwer anzubringen, ne? Komm runter. Nice. Ich wollte gar nicht über die Line of Scrimmage rennen. Du wolltest für den Hit werfen, ne? Ich wollte eigentlich so in die Pocket holen, aber da habe ich schon Sprint gedrückt. Und dann hat er den Ball... Oh, verdammt. Bitte nicht. Oh, okay, geht noch. Der ist gut. Okay. Ey, wie macht man eigentlich einen Fair Catch beim Punt? Ein Fair Catch? Ein was? Zweimal ich schwöre Dreieck, dir, das habe ich schon... Okay, oder Viereck. Drei kam dir gesagt und ich mach das immer und irgendwie schafft er das trotzdem nicht. Hält man? Okay, muss ich mal ausprobieren. Nee.
Alter, ist es. So, ey, ich muss dich jetzt dahin Nee. pinnen, Mann. Das ist meine Chance. Ey. Ja, du musst jetzt halten, weil sonst wird's eng. Ist das das Spiel, das Ergebnis von der Pyjama Party? So. Oh, fuck, ey. Boah, hat er den Ball fast verloren oder was? Oh, komm, mach den Move. Dann gucken wir mal. Und da ist er. Spannend. Da ist er. Du wolltest doch Adams haben. Da ist er. Minus 1 Speed, man. Das ist. Keiner meiner Receiver ist schneller. Oh! No, that's exactly the way to execute a run blitz there. They guessed correctly that they would move the ball on the ground. Wie konzentriert der ist. Ich muss mal kurz einmal gucken, ob ich das Ding stoppen kann, die Elfen. Die high-powered off. Mann, fucking screen. Ist klar, ich wusste, ich hab Chandler Jones, JJ Watt, keiner kommt durch, Alter. Keiner macht was. Er hat vorhin mir den Ball aus der Hand gerissen. Ja. Ja. Die Nummer 9, Simmons oder so, der ist auch ein brutaler Spieler. Der, aber eben gerade den Tackle verpasst. Der ist auch ein Ultimate Team, hat er glaube ich 96 Speed. Ja, der ist ein Athlet. Ja. Ja. Ich sag's dir, ich kenne die ganzen Spiele auch nur, fast nur durch Ultimate Team. Und weiß auch, was für Stärken und Schwächen die haben, auch durch Sucht hier, Ultimate Team. Riesige Sucht hier. So. Also musst du halt die ganzen Werte wissen und so, ne? So. Here's Rogers to throw. Nee. So, wichtiger Down. Dritter und fünf. Dritter und fünf. Wichtig, wichtig. Wieder der Screen. Ja! Hat er gestoppt. Hat er gestoppt? 4-1, Alter. Ah, 4-1. Was machst du? Oh. Klar, so einer bist du, ja? Ja, klar, gehen wir das hier. So, was machst du denn jetzt? Was machen wir jetzt? Ja! Gestoppt! Hat er nicht bekommen. Hat er nicht nee, bekommen. Oder? Ah, ah. Nein. Nein. Beste. Let's go. Nein! Komm mal jetzt, meine Chance. Oh. Wow. Der Sneak ist aber auch wow. Verdammt kacke hier. Erbärmlich. So, wird doch noch ein knappes Spiel hier. Das ist ein ganz Stecker-Move, Alter. Er kommt nicht, mein Running Back kommt nicht mal durch die Offensive Line durch, Alter. Das ist das ein Scheiß, ey. Ja, so kacke, Alter, wirklich. Das ist wirklich schon peinlich. Throwing again on second.
Oh, Zach Ertz, okay. Mann. Oh Mann. Das ist ja normalerweise eine Interception hier. Ja. Die war echt. Ja, okay. Man merkt easy, auf jeden Fall, du easy. Weißt, was du machst, weil gefühlt jede Defense kommt jeder durch. Du slidest hier irgendwo nur hin, keiner kann blocken, Alter. So ein Witz, ey. Ja, genau. Also man muss halt immer so ein bisschen ja, die Kommandos geben quasi, was die D-Line macht, was die Linebacker machen soll. Du kannst ja auch mit R1 ein bisschen antizipieren und sagen, das wird ein Pass oder ein Run. Ich auch nicht. Läuft, Alter. Also, ich bin ja, der Madden-Experte. Ich kenne ja, Ober Björn weiß nichts, Alter. Hopkins. Ach. Gehst du auf Hopkins oder nicht? Ja. Oh! Nein! Ey, fang ihn doch! Der war perfekt gecovert. Okay, er sagt 61 Jahre, viel cool. Nee, das mach ich nicht. Ich muss, dafür muss ich gehen. Ey, guck, die Hand war dran. Aber das konnte, ja. Das ist halt, wenn du einen Linebacker hast, ey. Ein Safety hätte den gefangen. Ja, die Zeit, mein Freund. Nein, ey. Das. Ich bin voll nervös, Alter. Ich bin voll nervös. Ich werd zu nervös bei so Sachen, Mann. Ist aber was anderes gedacht gerade, aber gut. Nee, Mann, ich kann. Ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall was anderes als Ultimate Team. So. Komm, wirf den, komm! Nice. Bruder, auf jeden Fall noch ein Bounce, aber das ist nicht da. Oh, dritter und sechs. Wieder dritter und sechs, ja. Hey, Kasim ruft mich. Soll man jetzt den Nerven, Alter? Wir haben hier gerade ein wichtiges Spiel, ey. Oh, two minutes. Hast du noch ein bisschen Zeit zu überlegen? So the Cardinals, they've got the football here as we get your reset. They face a critical third down now, needing a score here in the late going. Oh! Aber ich verdammt, eigentlich wollte ich das nicht so schnell machen. Okay, ich brauche jetzt nicht, warte, ich brauche dieses PLT. Ja, PLT. Wird jetzt knapp, eine Minute irgendwas. Aber ich hab ja Kassi ruft mich jetzt an, Alter, warte. Oh, hat er? Oh. Okay, ja, Touchdown, Gomez, let's go. Mhm. Das wird jetzt nochmal knapp. Du hast alle deine Timeouts, das ist nicht gut. Ja. Oh nein! Vom Gameplay. Bitte lass inbound sein. Oh! Good job. Oha! So, zweimal Dreieck. Ja. Ja. Ey, Kassim, wenn du noch drin bist, ich kann gar nicht. Hm. Ey, das geht gerade nicht, Mann, Alter. Keiner will ran gehen gerade, Mann. Was machst du? Alles gut? Hey! Was geht? Ich wollte nur kurz Hallo sagen, wer gewinnt? Gerade Björn. 17-13 steht's. Oh, Digga, lass mal wieder ein
Alles klar. Wieso ist jeder gegen Björn? Immer alle. Immer alle gegen Björn. Was? Warte, meine Mama ruft an. Meine Mama ruft an. Alles klar. Ey, Sean Payton ruft an. Ciao. So, weiter geht's. 1 Minute 56 zu gehen, Leute. Das wird, wird das die hässliche Bärte? Ich fand's geil, so letztens, ey. Meine Mama ist. Heißt dein. Achso, du bei der Sendung, ich dachte gerade deine Mutter. Ey, ich hab mich totgelacht, ey. Meine Mama heißt Bertha. Ja. Mal gucken. Ja. Aber. Spiel doch einfach. Oh! Was ist denn jetzt gerade passiert, Alter? Oh! Oh! Ja. Oh! Oh! Ey, bei mir hat es kurz gehakt. Auf einmal warst du rechts draußen schon. Ach so. Ja, ich bin ganz normal gescrambled. Alter Schwede. Hast du kein Glaserfaser mehr? Ja, doch, mehr, aber ja, nicht mit der PlayStation verbunden. Ach so. Da habe ich nur, das ja, aber ich habe keine LAN-Karte. Also doch, ich habe schon, da muss ich mal eins ganz nach hinten verlegen. Ach Mann, ey. Ich muss mal kurz. Oh, Alter, ganz knapp. Warte, wie die springen, Alter. So, dann machen wir. Leute, warum so nervös, Mann? Zappel doch nicht so. Ich bin am Ende for the win, ey. Ich muss Gas geben, ey. Ah, viel zu viel Zeit doch. Holy shit, ey. Ist überhaupt was runtergegangen? Okay. Und trotzdem sind alle für dich im Chat, ey. Ich hoffe, es packt das noch. Leute, was ist das doch hier jede Woche? Wo seid ihr nicht für mich, ey? Wo ist der Pass Rush, ey? Ich brauche einen Pass Rush, Alter. Wo ist der Pass Rush, Mann? Wie kann ich den denn mal sagen, mach mal einen Pass Rush richtig, ey? So. Oh! Niemals ist das ein Bullshit, Alter. Na klar. Ja, der war echt gut. Der war wichtig. Guck mal, zack. Schön geslidet noch. Cool. Ja, okay. Pass rush. Pass rush. Oh, Mann. Oh, wieder Screen. Ja, zum Glück habe ich, JJ Watt genommen gerade, ey. Oh. Hast du gut gespielt, oder? Die Zeit läuft weiter, oder? Ja, Mann, shit. Jetzt kannst du nicht mehr so viel rumspielen. So. So. Auf geht's. Hurry up, Leute. Hurry up. Oh. Hat er nicht. Hat er nicht. Nein, Alter, aber was sind das für Catches? Was sind denn das für. Was hast du gedrückt, dass er so einen Toe-Tap macht? So ein Toe-Tap hat er gerade gemacht mit seinem Fuß. Hat er das automatisch gemacht oder hast du das gemacht? Ich hab das gemacht. Du musst halt. Mit X ist so Possession Catches quasi. Die machen, die fangen den Ball safe und versuchen immer die Füße in Bound zu lassen. Ne? Wenn du wirfst und mit Viereck fängst, dann versucht er den Ball zu fangen und den im Lauf mitzunehmen. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du den Ball fängst, weißt du? Ne? Oh nein, ich lauf weg mit den. Nein, was ist los? Junge.
Das hat, ich habe aus Versehen zu früh die Person gesagt. Ach, falsch. Falsche. Alter, das ist schon gut spannend hier, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ach nee, ich. So. Ich hab keine guten Receiver, Mann. Ich kann nichts machen. Sagt er, kann nichts machen. Aaron Rodgers und Devante Adams. Oh, nein! Hau ihn noch nicht weg, Alter! Er hat die Interception, er haut den Ball weg, Alter. Ich fass es nicht, Alter. Ich kann wirklich nichts. Aber verarscht der Typ mich, was macht der denn, Alter? Der haut den Ball weg, der Ball ist direkt frontal auf dich. Ja, das war bitter. Es ist doch unglaublich, Mann. 26 Sekunden, 2010. So. Pack ich es noch? So. 10 Sekunden, komm zurück. Ah, schade. Ja, wie ich trotzdem. Ja! Er wirft doch! Vor allem, ich mache einen Outside Pass Rush Move und trotzdem verliert. Wo ist denn der. Was macht der? Was macht der Teil denn, ey? Oh, Mann, Alter, let's go! Let's go! 18 Sekunden. 3.16. Oh. So, mein Freund. Ich hab noch zwei gute Kurse. Hat er! Nee. Doch! Nee, oder? Oh! Nee. It's over. Vierter und 16. Los, stellt euch alle da hin, Alter. Ja. Ey, Leute, ey, wenn der jetzt reingeht, ey, rast dich aus, ey. Komm, Aaron Rodgers ist da. Deswegen bin ich noch ein bisschen nervös, ey. Und auch wenn du sagst, du hast keinen Receiver, du hast einen Devontae Adams. Nein, wie gesagt, das ist ja wie Spiel ohne Regel, Mann. Da hast du Switoski und da hast du dann nichts mehr. Oh, nein! Ey, Gomez! Welche. Gomez! Welche Formation ist die beste Formation im Football? Ja. Victory Formation. Ja. Ach, Mann! Zack! Glückwunsch! Leute, warte. Kannst den Vertrag rausschicken? Was ist los? Wollen wir eins machen? Mhm. So, warte, Leute, sucht mal. Ja, ich habe gute Laune. Heute können wir zwei Spiele machen. So, sagt mal ein anderes Spiel der Woche. Andere Teams. So, Hab ich's auch seit knapp. Die ganze Woche bin ich an meinen Highlight-Tape dran. Dein ELF Highlight-Tape? Mhm. Ich auf der Arbeit ein bisschen schlau gemacht über iMovie. Aber das macht Spaß, muss ich ehrlich sagen. So hier mit dem ganzen Setup und so und mit dem MacBook. Ist okay. Ich muss schon sagen, das Ganze ist, also wäre ich nicht so eingespannt mit Moderieren am Wochenende und Podcast und all sowas. Also, ey, ich könnte sehen, dass ich so ich würde gerne so Daily Streamer werden. Ey. Das ist schon ein chilliger Job, muss ich sagen. Von zu Hause? Fuck. Ja. Von zu Hause sein Ding machen ist schon geil, ne? Ich würde nur noch so richtig fett werden, einfach in meinem Stuhl sitzen, ey. Ganz am Essen, ey. Und mich gar nicht bewegen. So, mal gucken, was Mac Jones hier machen kann, ey.
Wann habt ihr eigentlich Tryout? Ich mach kein Tryout. Okay. Selection only, Alter. Oh, Jakob! Oh, Jakob! Okay! Ey, klipp das mal, komm, wir zeigen mal ein bisschen Liebe, ey. Boom! Erstmal kurz mit der Schulter nach oben, ey. Ey, wie breit ist denn bitte Jakob in diesem Spiel, ey? Ja, wie sieht der denn aus? Der sieht aus wie ein Outline, Alter. Aber, oh, guck mal, der hat sogar Speed, ey. Wie gut ist er denn hier im Spiel? Der ist nicht so gut im Spiel. Aber sah gerade gut aus, ey. Ja. Screen. Ja! Oh! Alter! Ja, was machst du hier? Vorgefühl. Wow. Oh, Mann. Ey, jemand schreibt gerade, hast du eigentlich das Regenfoto von Sarah im Zimmer hängen? Dein Foto, was du da hattest, das sah schon richtig geil aus. Davon, wo du im Stadion bist, weißt du? Achso, im Regen? Ja, das ist da hinten irgendwo. Ja, das hat mir ein Fan mal geschenkt im Finale. Hey, einer sagt gerade, Björn Vollzeit-Streamer, uff, was? Akronis, bist du, Alter, was los, ey? Wäre doch geil, ey. Ich stell mir vor, so schön, so 3-4 Mal die Woche, so, weißt du, so 2-3 Stunden Stream, wie die ganzen Kollegen das da draußen machen, Mann. Ist doch geil. Ey, das ist wirklich Arbeitsverweigerung, was die da machen. Das ist Arbeitsverweigerung. Ah, schön, komm jetzt gleich Rage Quit, sagt einer. Oh, shit. Jakob Johnson. Komm, Jakob, weiter. Leading Blocker, Alter. Bam! Ja, jetzt rückst du kein R2 mehr, ne? Ja, doch. Hey, Leute, Denise freut sich. Denise, meine Frau würde sich freuen, wenn ich viermal die Woche nur streamen würde und am Wochenende zu Hause bin, ey. Meine Frau hat gefühlt jedes Wochenende keinen Mann zu Hause, weil ich in München unterwegs bin. 2-3 Stunden machen die wenigsten? Was machen die denn? Die meisten Streamer machen doch so 2-3 Stunden am Stück, oder? Nee, ja, noch länger? Die fangen meistens so, die fangen ja meistens so um, weiß nicht, so 17, 18 Uhr an und gehen dann bis 12 oder so. 12, okay, 1. So kann ich doch nicht, Alter. 7-8 Stunden machen die wirklich am Stück, Alter? Nein. Am Stück? Ja, klar, safe. Yeah. Also klar, wir machen ab und zu Pause, aber jede Woche. Mehrmals die Woche. Die sind schon stundenlang. Mehrmals die Woche, ha? Jede Woche. Ma Jakob, komm schon! Ja. Alter. Das wusste ich nicht. Vollzeit-Streamer machen 6-9 Stunden, viermal die Woche. Das ist ja wirklich ein richtiger Job dann. Also no hate, ey. Nein! Oh. Ja, okay, ich sehe oft, dass Leute auch so 24-Stunden-Streams und sowas machen. Das ist ja aber dann so ein Special Events und so, ne? Mhm. Krass. Interessant. Also die Welt, ich muss sagen, also diese ganze so Streaming-Welt ist mega interessant, was man da alles lernt, ey. Ja, das ist verrückt. Also dann sind wir ja nicht... Ja, alleine bei Twitch und so, ich hab mich ja auch jetzt reingelesen, so was du alles einstellen musst, was du alles beachten musst. Das ist schon ein Haufen Arbeit, ey. Allein die Technik, frag mich mal, ey. Können wir alle ein Lied davon singen. Vor allem, ja, und die hier schreiben auch mal die Post-Production für YouTube und sowas, so alles schneiden. Ja, ey, ich glaube mir, wir sind ja nicht mal ein 450-Euro-Jobber, denn sozusagen, wenn man die Stunden vergleicht hier, ey. Und wir haben schon so viel zu tun, dass man gar nicht mehr weiß, wohin, wer macht welchen Stream halt, ne? Deswegen probieren wir ja so viele Leute wie möglich so zu involvieren und. Ne, die Pyjama-Party, Leute, macht Kissi mit Bali, mit Sacha.
guys are coached think deep, take the big shot, hoping someone can get lost behind the secondary. They weren't able to connect on that one. 2014, ey, wen haben wir denn hier überhaupt? Minus 2, plus. Ah. Ja, hey, was war? 2 Minute oder was? Ja. Ey, ATT Jams, danke dir. Ich finde auch, dass dieses Jahr jetzt, ich bin zufrieden, dass wir Man so in dieser Qualität streamen können, weil es ist immer so schwer. Also, das Problem ist nicht selber zu streamen, das Problem ist immer, wenn man Gäste hat. Das war das Schwere, wo ich mich halt, keine Ahnung, stundenlang aufregen konnte, weil irgendwie immer jemand was anderes sagt. Here's Herbert. Komm, was ist da los, ey? Ich hab keine Ahnung, Mann. Vielleicht bin ich nervös. Ich war noch nie in den Stream bei... Na, stimmt gar nicht. War ja immer... Sami war ja immer bei mir. Ich weiß nicht, wie viele Leute dann immer... Ja, aber Sami und Robo waren mehr Leute da als hier, ey. Aber ich danke euch trotzdem. Wie viel hattet ihr im Durchschnitt? Sami und Robo, wenn wir auf der Startseite waren, hat er manchmal 8000 Leute für 3 Stunden am Start. Ne? Das ist schon eine Menge Leute, die da ihnen zugeguckt haben. Gehst du dafür? Ja, ich gehe dafür. Was? Aber es ist auch, du weißt schon, in welcher Feldposition du bist, ne? Okay. Ja, ich... Okay. Easy. No risk, no fun, bro. So not only do they convert on fourth, but they pick up 22 yards in the process. Der Quarterback ist 15 Jahre alt. Herbert, er so sieht aus wie so ein Teenager. Wenn er so über seine Haare gestanden hat, auf jeden Fall, ey. Matthew Judah. Wir alle sagen, Kassim soll der Videocutter sein. Wenn Kassim eine Idee hat, setzt er sich dahin und macht das auch. Aber der braucht auch für diese Intros, die 2 Minuten, 3 Minuten gehen, ist der 3 Tage am Schneiden, Leute. Also fragt ihn mal, ob er unser Cutter sein möchte. Nee, ich meine auch, ja, die Arbeit fängt ja wirklich an, wenn du nicht streamst, ne? Naja, so. Die Vorbereitung, Technik-Check jedes Mal. Boah, Alter. Ja, ja. Guck mal, Gomez war ja auch schon um 18.20 Uhr ready, ne? Weil ich musste gucken, ob das auch auf Gomez Seite. Wir sind jetzt über OBS drin und er ist mit Skype zugeschaltet. Björn Werner, bitte nur Zettel und Stifte, dass man das auch lesen kann. Keiner verkackt gerne. Ja, weiß, Leute, ja. Stehen da. Aber sag mal 5 Leuten wieder, holt man also so ein Marker und ein Whiteboard. Ey. Das dauert 14 Wochen, Alter, bis sie es haben. Vorhin war die Frage, wann der letzte Podcast kommt. Wegen von Euroballers. Das All-Star-Special. Ja. Aber das war jetzt ein bisschen tricky. Da Kasim ja die zweite Staffel von Footballs gedreht hat, dann war er ja zu Hause, war im Urlaub. Ja, verdienten Urlaub. Ja, der hat seine Familie 2 Monate nicht gesehen, ne? Ja, das ist. Ja. Yeah! Oh, wolltest du noch einen Running Back werfen, wa? Nee. Linken. Der Receiver, linker Receiver. Ah, der Pass. Boah, mit Skype, Discord wäre doch dadurch besser und ressourcenschonender. Was habe ich? Okay, klapp mal bitte auf. Ja, ich glaube, das ist ja dafür gemacht, quasi für Stream. Also dieses Discord, das ist ja irgendwie angepasst und dann sparst du irgendwie Kapazität von deinem sparst du irgendwie am Leistung wahrscheinlich. Deswegen ist mein Screen.
Deswegen ist mein iMac so am Kochen da drüber. Das Ding ist so laut, ey. Ich hab Angst, dass das Ding explodiert gleich. Also ich frag gar nicht erst, ich glaube, du gehst dafür, ja, okay. Ja, ja, klar. Nope. Nope. Oh. Not this time. Das war alles zu, Mann, ey. Das haben wir eine 3-4, 4-3, Nickel. Muss echt wirklich, es ist glaube ich das zweite, also jetzt das dritte Mal, dass ich so mit normalen Teams spiele, weil wenn ich habe das Spiel geholt, ich habe direkt Ultimate Team gemacht. Ey, deine Tackles, die fliegen in der Luft wie Superman und dann tackeln sie dir erst. Da wollte ich gar nicht hinwerfen, aber gut. Aber ich muss sagen, Leute, die Soundqualität und die Bildqualität von Gomez, wenn er über Skype drin ist, ist schon geil, oder? Also kann das Skype bei Discord mithalten? Und vor allem ist es so einfach, Leute und Gäste reinzuholen über Discord. Ja, ich war ja letztens im Stream von den Centurions. Pick! Nein! Ja, die Centurions spielen auch Madden, ne? Ja, ja, es war letztens beim Leroy in einem Halloween-Special, da haben wir so ein Horrorspiel gespielt. Ja, das lief auch über Discord. War ganz einfach, ja. Hab mich auch über Discord. Ja, ja. Ich hab den perfekt gecovert vorhin, ey. Nein! Oh, oh. Ja, Time Management. Das ist das Problem, wenn man im Chat guckt und probiert, weißt du, so zu reden. Ja. Da, oh, verdammt, ey. Krieg ich den Ball? Nee, weil du hast den. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. OBS Ninja. Ey, was es alles für Sachen gibt, ey. Ja. Discord kann viel gut sein, aber leider ist aber der Ton mehr als drei Personen keine Stärke, aber viel ist es einfach dort. Nein, du kriegst den Ball. Ja. Nein, du hast so Glück, ey. Oh. Weißt du, worauf ich richtig Bock hätte, so ein Madden-Turnier zu veranstalten? Das plane ich schon seit gefühlt einem Jahr. So, ich will so ein richtiges, geiles, so richtig, das erste große, also es gab ja schon mal Turniere, ich will so richtig auf die Kacke und so Madden-Turnier. So wie so Football Bromance sucht den besten Madden-Spieler Deutschlands. Das ist meine Idee dahinter. Und dann machst du das irgendwie cool. So erstmal generell, dass die Leute so untereinander spielen, irgendwie sowas, ne? So wie so Qualifiers. Ich habe keine Ahnung, wie diese ganze Planung funktioniert. Und dann machst du irgendwie so ab Viertelfinale, Achtelfinale, bist du so ein Wochenende irgendwie in so einer Halle, so richtig fett. So. Boah, Alter. Das ist schon geil. Hey, blockt da jemand? Ich sag's dir, das ist wirklich Arbeitsverweigerung. Die haben keinen Bock. Oh, bei mir wackelt jetzt alles. Homefield Advantage, ja? Mhm. Das hatte ich letztes Mal, wo ich gegen den Bromantiker gespielt habe. Und ich hatte, ey, so, was ist dir los, ey? Naja, ist aber nur über die Play. Ach. Über die PlayStation 5 geht es hier nur über Next Gen. Okay, mir wird eine Read-Option vor. Mir wird eine Read-Option empfohlen mit Mac Jones, ist klar. Endlich mal ein Lebenszeichen hier.
Sometimes you just have to give credit to the defense. Great job there at the point of attack, holding up. They won their battles at the line of scrimmage. So, ich habe die Coaching Adjustment noch nicht eingestellt. The run only got a yard. Here's second and nine. So, er geht hier. Oh, komm! Ey, fang ihn doch, Mann! Ich verzweifle an diesem Spiel, Mann. Das ist Fluch und Segen zugleich. Mann, ich bin ja mit Madden aufgewachsen, auch damals auf der PS, also PS2 war das. Und ich habe nur Madden gezockt, Mann. Meine ganze Teenage-Zeit war Madden, Mann. Ja. Deswegen habe ich da irgendwie so eine Verbindung noch, bin ich ganz ehrlich. Das macht mega Bock, einfach wieder Madden zu zocken. Aber Franchise oder? Nee, damals hatten die das noch gar nicht. Damals war das so, ich hab mit meinem Freund, wir haben selber Teams kreiert, haben zu zweit online gegen andere Leute gespielt, die zu zweit waren, so über die ganze Nacht durch, Mann. Ja, ich hab auf jeden Fall ein paar Jungs kontaktiert von der ELF und da würde ich auch mal. So, mal 2 gegen 2. Ja, aber das geht gar nicht, oder? Mhm. Wie geht denn das? Doch, geht. Du musst. Oder? Kann man 2 gegen 2 zocken? Nice. Weil das wäre, weißt du, was richtig geil wäre? Das haben wir auch schon mal als Format, dass die ganzen ELF-Teams untereinander macht, man auch so ein Turnier in der Offseason. Ja. Und man streamt das, ne? Ja, genau. Das hatte ich ja ein paar Leute angefragt und da sind wir gerade dran. Ja. Ein paar Hamburg-Frankfurt-Spieler wäre nice. Ein bisschen Trash-Talken. Alter! Warum ist Mac Jones so schnell, Alter? Oh, Fumble! Ey, warum ist Mac Jones so schnell? Ist der so schnell? Der Fettsack ist doch nächster. Alter, wie schnell war denn bitte Mac Jones gerade? Boah, guck mal, das habe ich mal früher gemacht. Nee, geht gar nicht hier, verdammt. Alle rein! Alle rennen rein, Alter, was war das denn? Ja. Ich dachte, du machst Quarterback Sneak oder so, also Inside Run. Die reingebracht. Warum ist der Werner schon wieder in der Endzone? Ey, keine Ahnung, vielleicht ist Gomez der schlechteste Spieler, den wir bis jetzt hier hatten. Oh. Nein! Das tut weh. Ja. Nein, Spaß. Man merkt schon, man merkt wirklich bei dir gleich sofort, dass deswegen liebe ich, so random Teams zu spielen mit Leuten. Weil es kommt wirklich auch immer auf das Team drauf an und jeder irgendwie spielt da anders dann. Ja, jeder hat natürlich so sein Playbook, jeder hat so seine Lieblings. Sein genau. Spielstil, ne? Aber das funktioniert nicht mit jedem Team. Und vor allem, wie gesagt, also wenn du Ultimate Team spielst, dann ist es nochmal extremer, weil du hast da. Hattest du schon mal einen Kick-Return-Touchdown? Ja. Ja, das geht, ja? Ja, das geht, ja. Weil jetzt ist auch hier nochmal ein bisschen mehr Struggle, weil ich kenne die ganzen Plays nicht so. Ich habe ja normalerweise so, wenn ich sehe, mein Gegner spielt viel Cover 3, dann habe ich schon meine Plays. Oder Cover 2 habe ich auch meine Plays so, aber so? Es vibriert schon wieder alles bei mir hier. Oh, wieso ist denn hier so schnell, ey? Hier ist es 12.15 Uhr, beste Zeit für Madden. Wo bist du denn? Anne G oder Anneck, wie auch immer das ausspricht? Warte mal. die Namen auf Twitch sind auch legendär. Ich finde auch so lustig, wie ist das gekommen? Oh, wieder Screen, okay. Beim Screen immer Overpursuit, damit der reincuttet und dann tackelt ihm anders. Den Spieler. So. Wir haben das. Kennst du die Seite mat.gg? Mat.gg? Eine Internetseite.
Die hört sich Ja, genau, über Madden halt. Da kannst du alle Spieler die sehen hört sich, so und die hört sich richtig ganze gefährlich an, ey. Playbooks kannst du dir angucken. Die hört sich Ha? richtig gefährlich an, als wäre es das Dark Web, Nein. Alter. Das ist eine offizielle Seite Also. von, ich glaube, von Madden, glaube ich. Nee, nicht von Madden. Aber da Oh, kannst warte mal, Jin du. Pavel, guck mal, wie steht ihr zu einer Spielergewerkschaft für die ELF-Spieler wegen dem Problem in Frankfurt? Oh. No, no comment. Oh. Wir dürfen jetzt nicht diesen Sebastian Silva Gomez hier in irgendwas. Leute, lasst ihn in Ruhe. Lasst ihn in Ruhe. Ja, ist gerade ein schwieriges Thema, Leute. So. Er ist nur ein Spieler, er ist kein Offizieller, der darüber reden darf, weil es ist auch nicht in deiner Hand. Lass ihn in Ruhe. Aber ich habe das gerade selber zum ersten Mal gerade gehört. Deswegen kann. Ja, first down. Oh, Gomez ist doch phrasing gerade, er darf alles sagen. Ey, schon vierter. Das ist vierter Quarter schon, oder was? Hast nur 4 Minuten Nee, fünf. aufgestellt, oder? Aber Ey, viel schon den Ball fünfter. laufen, du kommst nicht voran. Ist gut. Weiser. Oh! Ach, nee. So, da knapp man. Nee, Werner, du hast mich zweimal. Zweimal. Ich bin überrascht ein bisschen. Das ist der Vorführeffekt, Ja. ne? Es ist ja nicht das letzte Mal, dass wir das. Oh, hätte ich nicht machen dürfen! Nee, da wollte ich schon wieder zu viel. Ja. Boah, Alter! Kennst du das, wenn du jemandem was zeigen willst und dann Kenne genau in ich. dem Kenne ich. Moment funktioniert es nicht? Kenne ich. War kein Touchdown was? Ah doch, die. Achso. Nee, ich war super. Okay. Wow. Ja, aber ich hab doch das Feed verstanden. Also das PAT. Oh! Oh! Was? Ja, aber Mega erst noch heftig. reingefallen. Warum hat der schon abgepfiffen? Nee. Wow. Ey, Gomez, jetzt nicht zu null, Mann, komm. Ey. Du Du hast weißt, die Bromantiker, alles ist im Internet. Ah, stimmt. Die Chance besteht, dass da morgen vielleicht ein Video auftaucht auf einer Instagram-Seite. Komm. Mach kein Auge. Ey, wenn du hier auf Football Bromance spielst, da muss jeder einstecken können, wenn man verliert, ey. Oh, ah, jetzt geht's ab, Mann. Jetzt geht's ab. Ja, zu null, ey. Das ist wirklich. Das ist traurig. Ich finde es sehr Ich traurig. bin sehr traurig. Wie du sagst, ich finde es sehr traurig. Ja. Boah, ey, er kommt ja durch. Nee. Der Werner ist gerade wie Gladbach gestern gegen die Bayern. Die haben ja 5-0 gegen die Bayern gewonnen. Ja. Hey, Gomez, du Crazy. hast vergessen zu sagen, dass du sonst nur Ultimate spielst. Das ist was? Hey Gomez, du hast vergessen zu sagen, dass du sonst nur Ultimate Team spielst. Kuss-Emoji. Und Klatsche der Woche, sagen die. Leute, kommt ran. Komm ran, Leute. Alles gut. Kommt ran. Gomez ist der Typ, der 30.000 Euro investiert hat in Packs öffnen. Neon. No money spent. Mann, es geht. Aber da kann man gar nicht gut werden, Mann. Die wollen doch, dass du da Geld ausgibst. Ja, wenn man auf das ist FIFA sieht, ne, die ganzen so Streamer geben da ausgehen. 20, 30, 40.000 Euro aus, um diese Packs zu Ja, öffnen. natürlich, die haben ja ein Budget. So. Ah, Hat er nicht! Hat er noch geschafft? Ah, shit! Nee, hat er nicht. Björn ist Hat der er nicht. Hessische Wärter. Oh, scheiße, die Kommentare erzählen. Es ist schön, mal nicht auf der. Es ist immer schön, auf der anderen Seite zu sein. Frankfurt gegen Rhein-Fire.
Wär noch besser. McDonald's Gold. Das sind irgendwelche Rituale vor dem Spiel. vor dem Spiel bin ich eigentlich. Nee, hab ich. Ich höre immer Bachata. Kennst du das? Ich nicht. Bachata? Ja. Ich höre immer irgendwelche Liebeslieder von. Echt, ja? Einfach ganz entspannt. Ja. Auf Spanisch. So. Sandra, das stimmt nicht. Auch wenn ich verliere, bin ich genauso. Wie ich jetzt gerade bin. Boah, Alter. Bam. Alter. Wie viel? Die Patriots haben 91. 91, 81. Ja, aber das ist der Typ hinter dem Sticks, 81? Weißt du? Der Typ, der die kontrolliert, Mann. Ey, guck mal, siehst du die Hände hier? Magic Fingers, ey. Magic Fingers. Ja. Du hast, Nächste Woche Isara gegen Gomez, Duell der Ausreden. ey! Flagge! Nein, was? Nein. Du tankest den Typen da komplett weg, ey. Magic Finger. Ist aber. Das ist wirklich keine Ausrede, aber die. Das ist ganz anders so. Wie gesagt, jetzt ich spiele eigentlich gar nicht so mit Linebacker. Ich use eigentlich immer den Mittellinebacker, aber das ist eigentlich ein Safety immer. Die sind dann immer viel schneller und die Change of Direction ist auch anders wirklich. Komm, jetzt hör auf zu reden, du aber machst es nur noch schlimmer, Mann. Keine Ausrede. Du machst es nur noch schlimmer, glaub mir. Oh, verdammt, ey. Du machst es nur noch schlimmer. Ja. Cracks 722, danke für dein Abo, Mann. 2 Monate am Start, 2 fortlaufende. Okay. Richtig Ehren, Mann oder Frau. Ey, stimmt, wenn man langsam da durchrennt, gehen die echt durchs Loch, ne? Ja, also du bleibst auch nicht hängen da irgendwie an irgendwelchen O-Liner oder. Guter Tipp von dir. Dann wickeln sich auch die Blocks ja, besser. Danke für deinen Tipp. Kein Problem. Danke. Er macht den Timberlake, Cry Me a River. Oh, Scheiße, ey. So. Zack. Bup. Oh. Komm, fang. Ach. Ja, aber ist doch vor. Spannend. Du hast noch eine Chance. Du hast noch eine Chance, wenigstens viel gut zu schießen. Let's go. Vielleicht gewinnt. Kommen sie ja bei Mau Mau. Ey, Scheiße, ey, manchmal würde ich gerne einfach so ein Best-of-Kommentare machen, ey. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, es ist echt eine geile Community, ey. Es macht echt wirklich witzig auch. Es ist die beste. Wären wir mal ran, würden wir sagen, alles ist noch möglich, Leute. Das Spiel ist noch weit offen. Ja. Nee, was? Wie war's? Wie war das Sprichwort von Kasim letztens? Aus von Primetime von gestern, oder was? Ey, Leute, es ist Football, es ist hart, aber am Ende dreht jeder durch. Irgendwie sowas. Richtiger Motivator, ey. Aber er hat es wirklich ernst gemeint. Man hat so du hast gesehen, und da bin ich ja auch sehr oft drin, du fängst immer an, um was zu sagen, und dann verlierst du deine Deutsch-Skills, weil du weißt nicht mehr weiter, und dann kürzt du das einfach ab mit irgendeinem Scheiß, ey. Kasim und ich sind so ähnlich, das ist unfassbar. Warte mal, dann machen wir hier. Ach nee. Justin Herbert looking to pass, rolling to his right. Ach, Scheiße, Mann. Was darf ich eigentlich hier fluchen? Das muss ich auch irgendwie noch. Hier darfst du alles. Also generell auf Twitch, so was ist. Ich habe auch nicht keine Ahnung. Ich weiß nicht, manchmal mache ich Twitch an und sehe auf der Hauptseite da irgendwelche Frauen in Bikinis und sowas. Und Leute sagen manchmal, also ich sehe Highlights, wo Leute Sachen sagen. Ich habe keine Ahnung, was hier erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, bin ich ganz ehrlich. Und dann mache ich einen Post auf Instagram, ey, irgendwie und werde gebannt fast, ey. Ah, guck mal, jetzt kann man. Oh, ich verstehe manchmal diese ganzen Guidelines nicht mehr.
Ihr tut mir manchmal leid, wenn es richtig einseitig wird bei Ran. Ja, manchmal ist es schon bitter. Aber... Oh, alter Schwede. So. Es ist ausgegangen und jetzt höre ich dich über den Computer da hinten, aber es ist gut. Ach so. So, das Spiel ist eh gleich vorbei, aber ich hoffe, ich verliere nicht zu null, Mann. Das ist echt. Ich sollte mich schämen. Als angebliche Madness-Experte und dann verlierst du heute gegen dich. Kannst du in Ruhe schlafen gehen mit diesen zwei Klatschen? Ach, nee. Aber Leute, eigentlich spiele ich nur Ultimate Team. Hey, Leute, nicht vergessen, er spielt eigentlich nur Ultimate Team. Das ist der neue Spruch, Mann. Ey, nein, Björn, Frauen im Bikini, ich schwöre es euch. Manchmal, wenn ich auf Twitch, wenn ich da was einstelle, und dann gucke ich so links in der Leiste, auf einmal sind irgendwelche, in irgendwelchen so hot, so diesen, dieser, wie nennt man diese Pools, wo du die aufblasen kannst, die Pools, diese kleinen so Becken halt, ne? Und dann sind die da drinnen und manchmal sehe ich voll, ey, manchmal sind da auch voll random Sachen, wo die so rein pusten in die Mikrofone, Alter. Was ist los auf Twitch manchmal, ja? Also gestern war das, Mann, ne? Manchmal ist es voll komische Sachen, Alter, wirklich. Ich sehe manchmal echt weirde Sachen auf Twitch. Da frage ich mich echt, was sind denn hier die ganzen Guidelines, ey? Richtig. Komm, fang den aber. Ja. Hast du gesehen? Das war zum Beispiel ein Catch mit X. Links in der Leiste heißt doch den Folge. Das ist die Hauptseite. Wir folgen keinen mit Football Bromance. Ich glaube nur Vollmaschinen TV und trotzdem sehe ich die ganzen Leute. Die werden mir vorgeschlagen. Hotter Party mit Kasim im Bikini. Kein Fumble, oder was? Nein, ich hab doch geworfen. Soll ich jetzt einfach kicken, damit ich die 3 Punkte sicher habe? You do you, ey. Stell dir mal vor, heute Nacht Hot Top Party. Stell dir mal vor, Kissima mag so einem Hot Top drin. Mach ein Pyjama Party, Alter. Oh, Mann, wann fängt heute die Watch Party an? Um 2 Uhr. Irgendwie 2.20 Uhr oder 2 Uhr? Oh, nee. Nee, da bin ich raus. Ich muss arbeiten. Ich bin auch raus, Mann. Oh. Okay, hey, herzlichen Glückwunsch. Ja. Hey, finally! Herzlichen Glückwunsch. Ja, nee, das. Ich kann etwas beruhigter schlafen jetzt. Die Watch Party macht den Seam und Mark. Ja, Gomez muss zur Arbeit, Leute. Gomez hat es nicht so schön wie wir hier, ey. Wir eiern hier rum auf Twitch und machen Podcasts und so. Und Gomez muss alles machen, ey. Gott sei Dank trotzdem. Ey, Captain Jupti ist wieder am Start, ey. Ja. Captain Jupti, Sieger der Herzen. Einfach der beste Name, Captain Jupti. Ja, Mann. Ja, jetzt hat meine Tochter auch noch mit Handball angefangen. Echt? Ja, da ist die jetzt voll drin. Und die wird dann natürlich... Ich lasse die noch ein bisschen Spaß haben, so. Die soll noch ein paar Mal ins Training und dann wird... Mach dir die Offseason mit mir. Okay. Boah, Alter. Boah. Ja, komm. 19-7. Was denn nachher? Komm. Man sieht. Ist Leute, fertig. Glückwunsch. Danke. Zwei Siege. Mal jemand fragt, sieht man bei der Watch Party nur Kissima Mark? Ja, man sieht nur die und auf einem anderen Screen. Du machst deinen Second Screen auf und Amazon Prime, The Zone oder der Game Pass überträgt ja das Spiel. Ja. Komm jetzt, Mann, es war mir eine Freude und eine Ehre, gegen dich gespielt haben zu dürfen. Danke für die Einladung, mein Lieber.